Und jetzt von Harvard zum Unicampus Princeton in New Jersey. Warum glaubte der wohl wichtigste Mathematiker des 20. Jahrhunderts an Geister und Gespenster? Was hat die Mathematik auf einer Theaterbühne verloren? Und worüber redeten Einstein und Gödel? Diese Fragen beantwortet der österreichische Bestsellerautor Daniel Kehlmann mit seinem ersten Theaterstück, Die Geister von Princeton, das soeben am Schauspielhaus Graz herausgekommen ist. Intendantin Anna Badora inszenierte das biografische und zeitgeschichtliche Drama über einen der bedeutendsten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, den Mathematiker Kurt Gödel, sein tragisches Leben und seine Freundschaft mit Albert Einstein. Wir zeigen Ihnen nun ausgewählte Szenen aus dem Stück sowie Beiträge über das Leben und Werk von Kurt Gödel und seine Zeit, über Geister und Gespenster und die Faszination von Zeitreisen. Der Mathematiker Rudolf Taschner vertieft sich in einem Gespräch mit Daniel Kehlmann in die magische und gespenstische Welt von Kurt Gödel. Sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Gut. Jetzt nehmen wir an, ich bin der Richter. Sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Sie verstehen nicht. Nicht ich frage jetzt, der Richter fragt, der entscheiden wird, ob Sie Amerikaner werden dürfen. Sie müssen normal und gesund erscheinen, verstanden? Ich bin nicht blöd. Natürlich nicht. Also, sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Ich bringe Sie um. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden. Gut. Ich bin der Richter. Sie werden geprüft. Sehen Sie Gespenster? Oft. Vielleicht fragt er nicht. Kurt Gödel, der größte Logiker seit Aristoteles und Leibniz. Was treibt einen Dichter dazu, sich mit Logik, mit dieser scharfen Logik zu beschäftigen? Die Logik alleine, glaube ich, ist nicht wirklich behandelbar für die Dichtung. Die Logik ist nur behandelbar mit ihrem Gegensatz. Mit ihrem Gegensatz des Chaos, das sie zu ordnen versucht. Und Gödel hat mich als Schriftsteller eher der Gespenster wegen interessiert. Oder nicht eher der Gespenster wegen, sondern wegen des Zusammenpralls von Gespenster und Logik. Die Gespenster bei Gödel sind ja aus seiner Logik irgendwie herausgekommen. Genau. Nicht? Das ist ja das Spannende. Genau, sie sind aus der Logik herausgekommen, aus seiner Vorstellung, dass alles, was keinen Widerspruch in sich schließt, auch existiert. Und somit fühlte er sich gleich umgeben von Toten, weil alles, was mal existiert hat, existiert ja fort. Aber gleichzeitig ging es bei ihm natürlich auch über dieses Abstrakte hinaus. Er fühlte sich ja verfolgt. Er fühlte sich von allen Möglichen verfolgt und er hat eine ungeheure Angst gehabt, bis dahin, dass er ja auch verhungert ist aus Angst vor Vergiftung. Also die Angst hat den Bereich des Abstrakten, des rein Logischen bei ihm dann eigentlich ja recht früh und dann immer mehr verlassen. Kurt Gödel, ein zerrissener Mann, grenzgenialer Mathematiker und Logiker, Zeit seines Lebens getrieben von Angst. Mit seinen bahnbrechenden Erkenntnissen hat er eine ganze Wissenschaft revolutioniert. In logischer Konsequenz aber auch an Geister und die Möglichkeit von Zeitreisen geglaubt. Das Time Magazine reihte Kurt Gödel unter die 100 wichtigsten Personen des 20. Jahrhunderts. Die Harvard University verlieh ihm für die Entdeckung der bedeutsamsten mathematischen Wahrheit des Jahrhunderts das Ehrendoktorat. Albert Einstein gehörte zu seinen größten Bewunderern. Doch wer war dieser Mann wirklich, der als größter Logiker seit Aristoteles in die Geschichte eingegangen ist? Einstein hat mit unzähligen anderen Frauen geschlafen. Einstein hat sich nicht um seine Kinder gekümmert. Einstein hat keine Socken getragen. Daran kann man sich ja gewöhnen. Einstein hat sich nicht im Keller versteckt oder Briefe geschrieben, ohne sie abzuschicken. Der hat ja Briefe geschrieben,
dass so, wenn er Anfragen bekommen hat in Princeton, wenn er gesessen ist in seinem Zimmerchen, er ist ja immer mit Mäntel voll so gepackt gesessen, weil er immer gefroren hat, immer vor Angst vor dieser großen Gefahr der Krankheit. Und dann bekommt er Briefe und er beantwortet alle diese Briefe und schickt sie nicht weg, sondern stapelt sie bei sich auf. Warum? Weil er sich sagt, der Brief existiert und wenn er existiert, dann existiert er in der Welt und er braucht nicht weggeschickt zu werden, er ist ja einfach schon da. Und nicht? Dazu kommt dieser Aspekt noch des Paranoiden, der sich sagt, lieber so wenig Blöße geben wie möglich und jeder Brief, den man wegschickt, könnte dann schon irgendwie in Probleme bringen, also lieber mal da behalten, den Brief. Und es reicht ja, dass er in der Welt ist, genau. Ja, ein kranker Mann. Brünn 1906. Eine Stadt in der österreichisch-ungarischen Monarchie mit deutschsprachiger Bevölkerungsmehrheit. Hier wird Kurt Gödel am 28. April in eine wohlhabende Familie geboren. Seine Eltern lassen ihre Kinder behütet aufwachsen. Trotz schlechten Gesundheitszustands erbringt der kleine Kurt schulische Bestleistungen. Früh zeigt sich das mathematische Talent des kleinen Herrn Warum, wie Kurt Gödel zu Hause liebevoll genannt wird. Mit 18 Jahren kommt Kurt Gödel an die Universität Wien und findet Aufnahme im Wiener Kreis. Gerade die Zweifel am Positivismus und seine Konzentration auf die verifizierbaren Beobachtungen führen den jungen Studenten schließlich zu seinen berühmt gewordenen Erkenntnissen. Schlüssig zeigt er auf, dass es innerhalb eines mathematischen Systems Aussagen gibt, die wahr sind, deren Wahrheit aber formal nicht bewiesen werden kann. Dieser Unvollständigkeitssatz erschüttert das Selbstverständnis einer ganzen Wissenschaft. Ein Geniestreich, mit dem Kurt Gödel 1931 aus dem Nichts die Grenzen von Mathematik und Logik aufzeigt. Nach dem Anschluss an das Deutsche Reich verliert Kurt Gödel seine österreichische Dozentur, sieht sich Anfeindungen ausgesetzt und flüchtet nach Amerika. Ja, ich verwende ja im Stück diesen Running Gag, der auch der Wirklichkeit entnommen ist, dass Gödel ständig für einen Juden gehalten wird. Und ja auch tatsächlich unter anderem deswegen seinen Posten bei der Universität verliert und dann auch emigriert. Das heißt, er hat das jüdische Emigrantenschicksal, ohne eigentlich Jude zu sein. Wann ist man Jude? Das ist genau die Frage. Für Gödel als Logiker hat die Frage, das lasse ich Ihnen auch sagen, hat das überhaupt keine Bedeutung. Und das ist die Frage, wann ist man Jude? Für den Logiker ist das leicht zu beantworten. Wieso? Wie ist das für den Logiker zu beantworten? Das Logiker, denke ich mal, würde sagen, dass dem Begriff nichts wirklich Reales korrespondiert. Richtig, ja. Aber wenn du zu der Gruppe dazugerechnet wirst, dann bist du wohl einer. Als einem verdienten österreichischen Bürger, der in den dunklen Jahren der deutschen Besatzung seiner jüdischen Abstammung wegen ins Exil... Ja, wenn einem keiner glaubt, dass man kein Jude ist, dann ist man wohl Jude. Hitler wird an die Macht kommen, dann werden die Repressionen gegen uns Juden unerträglich. Ich bin kein Jude. Das hilft Ihnen auch nichts. Nicht-Juden sind am häufigsten Juden, weil sie so schlau sind. Wie Schlick. Schlick ist kein Jude. Ja, siehst du? Leute, die Forscher und Juden sind wie Sie und ich, erschaffen eine Waffe, die ich so... Ich bin kein Jude. Warum glaubt jeder, dass Sie einer sind? Das frage ich mich schon die längste Zeit. Vielleicht, weil Sie emigrieren mussten. Aber ich musste emigrieren, weil jeder mich für einen Juden... Paradoxien sind Ihr Spezialgebiet, nicht meins. Ich möchte es nicht so sehr auf dieses Schlagwort Genie und Wahnsinn bringen, dass das dann natürlich, wenn über solche Leute geredet wird, dann leicht fällt, sondern ich möchte auch seine Angst und die Dunkelheit seiner Visionen eigentlich ernst nehmen. Ja, es ist nicht auch, sagen wir, die Trostlosigkeit, nicht? Die Trostlosigkeit, die sich dann darstellt an dem Bahnhof irgendwo mitten in Sibirien, dass die Welt eigentlich so ist, wie dieser Bahnhof ist, in dieser Trostlosigkeit, weil egal, ob ich ihn jetzt fahren lasse oder nicht fahren lasse, egal, ob ich jetzt viel oder wenig Wodka trinke, egal, es ist völlig egal, weil ja alles möglich oder alles unmöglich ist. Also für Gödel war ja auf jeden Fall die Welt seiner abstrakten Begriffe
viel realer als dieses Chaos der Zufälligkeit. Und insofern ist die ganze Welt wie diese sibirische Bahnstation. Nichts. Die Bahn. Kommt nicht. Irgendwann kommt sie schon. Ja, dann fährt sie wieder und alles ist wie vorher. Bahnen fahren immer. Ja, außer sie bleiben stehen. Sie stehen ja oft. Sehr oft. Ja. Es heißt, es kommt einer aus der Stadt, Hauptstadt. Ein Inspektor? Aber das wird nix. Der kommt nicht an, der bleibt irgendwo stecken. Irgendwas hält ihn auf. Aus welcher Hauptstadt denn? Ulaanbaatar? Nein, aus der Kreishauptstadt. Über der Kreishauptstadt gibt's Ulaanbaatar. Mhm. Und über Ulaanbaatar gibt es Omsk. Mm. Und über Omsk gibt's Moskau. Mm. Angeblich. Ich kenne einen, der mit einem gesprochen hat, der schon einmal dort war. In Moskau? Nein, niemand war in Moskau! In Omsk. Ich bin schon fast einmal nach Ulaanbaatar gekommen. Was ist passiert? Bin nicht hingekommen. Ach, zu weit. Ja, viel zu weit. Und immer schneit es. Ja. Manchmal nicht. Ja, dann kommen die Mücken. Ach, jetzt sind wir wieder beim Thema. Wieder die Mücken. Gestern haben wir 2 Stunden über Mücken geredet. Vorgestern! Gestern auch! Ja, das kann sein, gestern auch! Wir verbringen zu viel Zeit miteinander. Nochmal zu den Mücken. Warum? Na. Gibt es hier einen österreichischen Konsul? Einen deutschen, ja. Ach, einen deutschen meine ich. Verstehen Sie mich? Was sagt sie? Was soll ich das wissen? Wir müssen zurück in den Zug. Das ist alles ein Irrtum. Mein Mann wollte niemanden belästigen. Mein Mann schaut immer so. Wir sind auf dem Weg nach Yokohama. Und von dort aus nehmen wir dann ein Schiff in die USA. Hat sie USA gesagt? Er hat USA gesagt. Er versteht mich. Was hat sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Wir sprechen ja kein Russisch. Ach, ich spreche doch ein bisschen Französisch. Parlez-vous français? Was sagt sie? Egal. Immerhin ist jetzt jemand hier. Das macht es weniger langweilig. Was machen wir denn jetzt, ne? Wenn die uns nicht wieder einsteigen lassen, wie kommen wir denn dann von hier weg? Hatzl, bitte, dann bleiben wir eben hier. Du überschätzt Raum und Zeit. Wo immer man ist, ist man hier. Der Ort ändert nichts an der Definition. Es ist dieselbe, überall. Jetzt, wo sie weint, ist es ganz lustig. Besser wäre es, wenn man sie verstehen würde. Natürlich wäre ich jetzt auch lieber in Wien als hier. Aber Hatzl, ob wir in Princeton sind oder in der Mongolei, das ist doch nicht so wichtig. Sie war nicht eine ihn total beherrschende Frau, sondern in seinem Reich war er schon sozusagen für sich allein da. Andererseits, ich meine, sie musste alles vorkosten, alles Essen, das gemacht worden ist, musste sozusagen sie mit dem Gesteck, mit dem er dann essen wird, zuerst vorkosten, dass er dann nicht mehr da war, hat er abgelehnt zu essen. Sie musste ihn führen, bei den berühmten Spaziergängen mit Einstein hat sie ihn ja praktisch Einstein übergeben. Ja, sie hat ihn einmal angezogen und hat gesagt, Kurtele, so, jetzt gehst du diesen Weg da entlang und vorn dann wartet und da war er noch nicht 40 zu dem Zeitpunkt, also man stellt sich das so als alten Mann vor, der dahin, aber der war... Naja, ist dahin getrottet, der ist als noch nicht 40-Jähriger von seiner Frau geführt, dahin getrottet, sonst hätte er sich verirrt. Warum wolltest du ausgerechnet mich? Warum mich, weil ich dir gefallen hab? Das ist doch absurd! Wieso soll ich jemandem gefallen? Kurzi! Nicht Kurzi, rühr mich nicht an! Ich weiß, wer dich geschichtet hat! Bitte! Bleib weg!
Warum soll ich gerade dir glauben? Ausgerechnet vor dir meine Wachsamkeit vergessen. Vor einer Tänzerin. Vor einer Frau, die so tut, als ob sie nichts versteht. Bist du verrückt? Ich habe viele Feinde. Ich habe Dinge gefunden, die werden mich kriegen, Atzel, früher oder später. Ich darf keinem vertrauen, keinem, auch nicht dir, besonders nicht dir. Die sind überall und ich bin allein. Hilfst du mir? Kurt. Wie du vorhin diese Nazis vertrieben hast mit dem Schirm. Kannst du die Stimmen auch vertreiben? Ich bin so allein. Ja, Kurt. Ich kann das. Immer? Versprochen, Kurzi. Immer. Seine Frau Adele gibt Kurt Gödel Zeit seines Lebens Halt. Sie unterstützt ihn nach dem Umzug in die USA mental bei seiner Tätigkeit am Institute for Advanced Study in Princeton, wo der Logiker seine neue berufliche Heimat findet. 1942 lernt der introvertierte und menschenscheue Gödel am Campusgelände Albert Einstein näher kennen. Bei langen Spaziergängen diskutieren die beiden Wissenschaftler physikalische Probleme und philosophische Fragen. Gödel, so heißt es, sei der Einzige gewesen, der mit Einstein auf Augenhöhe verkehren konnte. Und er hat bewiesen, dass Einsteins Relativitätstheorie Reisen in die eigene Vergangenheit grundsätzlich erlaubt. In logischer Konsequenz seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse war Gödel davon überzeugt, dass alles, was vergangen ist und alles, was sich in Zukunft ereignen wird oder ereignen könnte, in geheimnisvoller Weise existiert. Massive Angstneurosen sind die Folge. Er fürchtet sich vor allem und jedem, glaubt fest daran, man wolle ihn vergiften. Als seine Frau nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wird, verweigert Kurt Gödel jegliche Nahrungsaufnahme. Am 14. Jänner 1978 stirbt er schließlich, kaum 30 Kilo schwer, an Unterernährung in seinem Bett. Das tragische Ende eines großen Geistes, der nicht nur die Welt der Mathematik revolutioniert hat. Besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass also tatsächlich, also wenn ein Schauspiel dasteht und wir sehen Gott Kurt Gödel auf der Theaterbühne, dass das nicht ein Schauspiel ist, sondern dass es Kurt Gödel selbst wäre, nicht? Naja, das wäre natürlich. Aber welcher von diesen Kurt Gödels ist dann der wirkliche Kurt Gödel? Ja, das wäre die Frage. Deswegen, ich habe ihn ja aufgespalten, ja. Verschiedene Kurt Gödels. Bist du wahnsinnig? Vielleicht. Aber nicht jetzt. Weißt du, Zeit ist wie ein Zugfahrplan. Die Ereignisse, das sind die Stationen, an denen der Zug hält. Aber egal, wo du bist, die anderen Ereignisse gibt es noch. Sie verschwinden nicht einfach. Und der Zug fährt immer im Kreis. Jeder Moment ist für immer. Nochmal. Zeit ist wie ein Zugfahrplan. Die Ereignisse, das sind die Stationen, an denen der Zug hält. Aber egal, wo du bist, die anderen Stationen gibt es noch. Sie verschwinden nicht. Der Zug fährt im Kreis. Jeder Moment ist für immer. Dieser bestimmt. Wenn alles bestehen bleibt, wenn alles Vergangene und alles Zukünftige auf eine gewisse Art auch da ist, weil Zeit selber eine Illusion ist, dann kann man sich ja auch selbst treffen. Dann sind ja auch alle verschiedenen Lebensphasen, die wir durchleben, bleiben ja real. Und das ist etwas, was ich auch sehr plausibel finde. Und es ist auf jeden Fall poetisch sehr plausibel. Zeit ist wie ein Zugfahrplan. Die Ereignisse sind die Stationen, an denen der Zug hält. Aber egal, wo du bist, die anderen Stationen, die gibt es noch, die verschwinden nicht. Und der Zug fährt im Kreis. Jeder Moment ist für immer. Dieser bestimmt. Die Zeit, die so geheimnisvoll ist, wird reduziert als etwas, was auf einer Skala einfach da ist. Da gibt es 0 Uhr und 1 Uhr und so weiter. Und die Skala rollen wir auf und haben dann 12 Punkte und da läuft eine Zeige entlang. Und das ist Zeit. Und all das ist natürlich falsch.
Es ist auch nicht befriedigend. Nicht befriedigend. Es ist falsch. Mhm. Es ist falsch. Es ist nur eine Reduktion auf das, wo ich dann anfangen kann, wissenschaftlich zu arbeiten. Aber dabei habe ich den Begriff überhaupt nicht beschrieben. Es ist selbstverständlich so, dass die Begriffe Vergangenheit und Zukunft, die wir als Grundbegriffe betrachten, übertragen werden dann auf diese Skala. Vergangenheit ist dann das, was links ist, und Zukunft ist das, was rechts ist. Aber das ist ja falsch. Das ist falsch. Vergangenheit und Zukunft ist etwas ganz was anderes. Und die Zeit, die wir so empfinden, ist ja eine Zeit, die nicht draußen in dieser Welt ist. Denn draußen in dieser Welt gibt es nämlich gar keine Zeit. Sondern in uns. Die Zeit ist in uns. Und die Vergangenheit, die draußen war, ist ja nicht mehr da. Und die Zukunft, die draußen sein wird, ist ja noch nicht. Die ist ja gar nicht da. Sondern nur in unserer Erinnerung ist Vergangenheit. Und nur in unserer Erwartung ist Zukunft. Also insofern ist die Zeit eine Sache, die in uns selber drinnen ist. Und insofern von der Mathematik weit weg. Das, was übrig bleibt, ist nur ein Schatten. Professor Kurt Gödel? Sind Sie auch von der Regierung? So kann man das ausdrücken. Aber Sie sind ja ich. Und das wundert dich? Ist das ein Verhör? Ganz im Gegenteil. Ich werde dir Dinge sagen, die du natürlich schon weißt. Die Welt ist vernünftig. Aber sie enthält Fehler. Sie hat schadhafte Stellen. Risse. Ist die Vernunft konsistent? Wir können es nicht wissen. Vielleicht ist die Vernunft ein Albtraum? Vielleicht sind wir verrückt, wenn wir meinen, am klarsten zu sein? Das alles hast du gezeigt. Natürlich würdest du daraufhin verfolgt. Denkst du, wir lassen uns alles gefallen? Das habe ich nie gedacht. Was passiert jetzt mit mir? Nichts. Immer dieses Leben. Nie ein anderes. Immer nur das eine. Und alles, was du versäumt hast, bleibt versäumt. Und wird wieder versäumt. Und alles, was du getan hast, tust du aufs Neue. Ich fliege ein paar Jahre umher und dann stehe ich vor meiner verstorbenen Mutter. Das ist harte Physik. Aber wo das möglich ist, gibt es keinen absoluten Tod. Es ist merkwürdig, wie Ihr Verstand funktioniert. Überall finden Sie etwas, wovon einem schwindelig wird. Ich würde so gern Mutti wiedersehen. Und das ist theoretisch möglich. Finden Sie den Gedanken nicht tröstlich? Na, theoretisch möglich, das ist nichts wert. Gödel, ich bin über 60, mir tut alles weh. Ich muss dauernd auf die Toilette. Nicht zu sterben, das wäre tröstlich. Wieder gesund und jung werden, das könnte mir gefallen. Haben Sie das anzubieten? Einstweil nicht, aber in ein paar tausend Jahren technischer Fortentwicklung... Die kann mir gestohlen bleiben. Außerdem hebt sich das selbst auf. Sie könnten Ihre Mutti wiedersehen, aber Sie könnten sie auch töten, bevor Sie geboren wurden. In dem Fall hätten Sie die Reise nie angetreten und Ihre Mutter auch nicht getötet. Was dazu führen würde, dass es Sie doch gäbe und Sie die Reise sehr wohl machen würden. Paradoxien überall. Paradoxa. Ja? Man kann sich ja auch für eine Weile überzeugen von dieser Reduktion, dass die Zeit etwas so einfach auf einen mathematischen Begriff zu bringen, das ist, und dass man sie dann hat, aber man wird trotzdem alt und stirbt Zeit, die man auf einen einfachen Begriff gebracht hat. Das heißt, sie berührt dennoch die eigene Existenz auf eine Weise, mit der einem da überhaupt nicht geholfen ist. Und da ist, kommt man natürlich wieder zu den Zeitreisen. Wenn die möglich wären, dann wäre einem da schon geholfen. Ja, dann lebe ich ewig. Ich, Kurt Gödel, ersuche Sie, mich und meine Frau in Anerkennung meiner wissenschaftlichen Verdienste mit einem zeitreisenden Gefährt abzuholen und in die Zukunft zu bringen. Und das zu einem Zeitpunkt, da der Verfall meiner geistigen und physischen Kräfte noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Am besten etwa 10 Jahre vor heutigem Datum. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown, stehe hier auf dem Parkplatz von Twin Pines Mall. Es ist Samstag, der 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr morgens und wir beginnen mit dem Zeitexperiment Nummer 1. Nach dem Kalender haben wir noch immer den 31. Dezember 1899, aber unsere Maschine hier ist bestimmt schon 100 Jahre entfernt von uns. Ich bin doch nicht blöd, was Sie da sagen. Ist unmöglich, sowas ist gar nicht herzustellen. Noch nicht.
Noch ungefähr 40 Jahre lang nicht. Soll das heißen, erst aus der Zukunft? Einer möglichen Zukunft aus Ihrer Sicht heraus. Wohin haben Sie dich geschickt? 1990. Die Zeitreise. Ein beliebtes Motiv in Film und Literatur. Ob in die Vergangenheit, in die Zukunft oder gefangen in einer Zeitschleife, der etwas andere Reiseverkehr ist enorm. Und nicht jeder Protagonist gewillt, sich seinem nervenaufreibenden Schicksal einfach zu ergeben. Das Spiel mit der Zeit und ihrer Vergänglichkeit ist aber bereits nahezu so alt wie die Menschheit selbst. Immer schon faszinierte die Vorstellung, in eine mögliche Zukunft blicken oder die Vergangenheit beeinflussen zu können. So besteht das grundlegende Konzept jeder Zeitreisegeschichte schlicht darin, dass eine Figur den ihr zugewiesenen Platz im Ablauf der Zeit verlässt und sich in eine andere Epoche begibt. Den langen Schlaf, bereits bekannt aus alten Märchen, zog auch H.G. Wells als taugliches Zeitreisemittel heran. Wirklich bekannt wurde jedoch seine Zeitmaschine. Der gleichnamige Roman aus dem Jahr 1895 zählt zu den wichtigsten Werken der Science-Fiction-Literatur und beschreibt einen namenlosen Zeitreisenden, der sich zum Erstaunen aller in der vierten Dimension bewegen kann. Wo ist sie geblieben? Nicht hier. Ich sage Ihnen, sie ist noch hier, Sie können sie nur nicht sehen. Bloß sie befindet sich nicht mehr in der Gegenwart. Ist Ihnen nicht klar, wohin sie uns entkommen ist? In die Zukunft natürlich. Und Sie verlangen wirklich, dass wir Ihnen solchen Unsinn abkaufen sollen? Was wollen Sie eigentlich? Selbstverständlich. Dieser Unsinn über Einheit von Raum und Zeit wurde aber gute 10 Jahre später dank Albert Einsteins Relativitätstheorie Gegenstand der Wissenschaft. Und so avancierte H.G. Wells Roman nicht nur aufgrund seiner Gesellschaftskritik zum Klassiker. Zeitreisen sind aus unseren Fantasiebildern nicht mehr wegzudenken. Ob als mathematisches Gedankenspiel oder in Blockbustern und Artfilmen. Sie bleiben ein Faszinosum, das Unmögliche möglich zu machen, unserem Tod zu entfliehen. Haben Sie diesen Anruf getätigt oder nicht? Ich konnte doch gar nicht anrufen. Sie haben mich ins falsche Jahr geschickt. Das war 1990. 1990? Sind Sie da ganz sicher? Was haben Sie da mit Ihrer Zeit gemacht? Sie mit Drogen verschwendet? Mit Frauen? Die haben mich gezwungen, Drogen zu nehmen. Sollte man sie zwingen, Drogen zu nehmen? Ich hatte da, sagen wir mal, Ärger. Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Ich komme wieder. Nein, sagt die Mathematik. Die Mathematik ist gleichsam die Wissenschaft des großen Nein. Und dann kommt einer und sagt, ich möchte die Primzahlen aufzählen. Und da sagt die Mathematik wieder, nein, jede Liste von Primzahlen, die du hast, sie ist unvollkommen. Du kannst wieder eine Primzahl finden und dann kannst du sie zu einer Liste dazugeben und es wird wieder eine neue geben. Es wird niemals vollkommen sein. Immer das große Nein. Sein großer Beweis, die Unvollständigkeit, wie eine Symphonie, und trotzdem so verdreht, beinahe verrückt. Der größte Logiker aller Zeiten glaubt an Gespenster und Engel. Wie soll unsere Zunft damit fertig werden? Wir werden es ignorieren. Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe mich auch immer gefragt, wenn Kurt Gödel, der größte Logiker seit Leibniz und Aristoteles, sagt, dass es Gespenster gibt, wer bin dann ich zu sagen, es gibt keine Gespenster? Das heißt, und ich halte es ja auch durchaus für möglich, dass es Gespenster gibt. Ich bin da, dazu möchte ich mich jetzt mal bekennen, zu einer gewissen Skepsis in dieser Frage. Und als Schriftsteller ist es für mich natürlich auf jeden Fall besser, wenn es welche gibt. Sicherlich, ja. Und insofern, für die Dauer des Stückes sind die Gespenster auf jeden Fall real. Wer an Geister glaubt, wird irgendwann auch welche treffen. Deshalb glaube ich nicht an Geister. Es ist sicherer. Und was ist das mit Ihren Socken?
Bitte? Sie tragen wirklich nie Socken? Nein. Warum? Ich bin da in etwas hineingeraten und jetzt ist es zu spät umzukehren. Ja, aber müssen wir über Socken reden? Die Geister sagen, dass sie die vereinheitlichte Feldtheorie nie finden werden. Das will ich nicht hören. Wieso teilen Sie mir das mit? Ich denke, Sie glauben nicht an die Geister. Umso eher könnte man mich mit Ihren Prognosen verschonen. Wer nicht an Geister glaubt, kann ihnen nicht begegnen. Oder man trifft nicht auf sie, weil sie, wie einst Friedrich Schiller lakonisch feststellte, wie die Sünden das Licht scheuen. Denn die Geschichte der abendländischen Kultur ist zugleich eine Geschichte der Geister. Die körperlosen Wesen sind fest verankert in unserem Kulturkreis. Naturgeister wie Feen, Elfen, Trolle stellen das Hauptpersonal der Märchen. Der Tod bleibt dem Menschen immer ein Mysterium. Dem Volksglauben nach spuken Legionen unerlöster Seelen durch die Welt. Wie etwa bei Hamlet von William Shakespeare. Ich bin deines Vaters Geist, verdammt auf eine Zeit lang nachts zu wandern und tags gebannt zu fasten in der Glut, bis die Verbrechen meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind. Überreste dieser christlichen Bräuche findet man heute noch vor. Um die bösen Geister daran zu hindern, mit ins neue Jahr hinüberzuziehen, werden die Dämonen mit Höllenlärm vertrieben, beim Perchtenlauf. Denn es gibt nur einen Gott. Vollständig austreiben konnte man den archaischen Geisterglauben auch im streng katholischen Mexiko nicht. Am Dia de los Muertos, am Tag der Toten, so heißt es, kehren die Seelen der Verstorbenen wieder zurück, um mit den Lebenden zu feiern. Die Festivität basiert auf einer aztekischen Tradition. Ein Spiritismus, der lehrt, dass die Seelen Verstorbener in einer anderen, besseren Welt weiter existieren. Wesentlich entspannter ist der Umgang mit den körperlosen Wesen im asiatischen Raum. In vielen Ritualkulturen ist man der Meinung, es gäbe eine zweite reale Welt. Wie ein Volk in Malaysia. Hier hat man die Vorstellung, jeder Mensch hat die Fähigkeit, über die Seele vollständig in die Natur einzutauchen und somit Anschluss an andere Daseinswesen zu finden. Man nimmt Kontakt auf mit den Geistern auf der anderen Seite der zweiten Welt. Selbst im modernen, technisch hochentwickelten Japan entkommt man den Geistern nicht. Die beiden Vulkane auf der Insel Hokkaido sind heiliges Nationalgut. Der Überlieferung zufolge befinden sich in den Schwaden der Vulkanschlote die Geister der Ahnen der japanischen Insel. Für sie waren die Lebewesen, von denen sie sich ernährten, Geister, die in anderer Gestalt die irdische Welt besuchten. Heute leben die körperlosen Wesen im Vulkan. Gibt es Geister oder nicht? Wie laut auch immer wir sie vertreiben, wie sehr wir sie auch ignorieren, sie werden wohl immer irgendwie da sein, wenn auch unsichtbar. Ich fühle mich nicht wohl mit dem Gedanken an Gespenster, sondern ich bin vorsichtig genug, um ihre Existenz nicht kategorisch auszuschließen, aber so oder so möchte ich keinem begegnen. Aber als Schriftsteller kann ich natürlich, finde ich eine Welt, in der es Gespenster gibt und Geister und Zeichen und Wunder aller Art, ungleich reicher und nutzbarer. Angenommen, es ist, wie Adele sagt, angenommen, alles ist Fantasie und niemand verfolgt mich und die Schatten, die ich sehe dort in der Ecke zum Beispiel oder der Dunkle da drüben oder die zwei vor dem Fenster, alles Einbildung. Wie könnte ich das herausfinden? Das könnten Sie nicht. Ich versuche es mit Vernunft aufzulösen. Ich zähle Fugen im Asphalt oder Straßenlaternen. Ich zähle die Fliegen im Zimmer. Ich untersuche das Muster der Tapeten und alles ergibt Sinn. Und dass ich darüber nachdenke, ergibt ebenfalls Sinn. Und dass ich darüber nachdenke, was es bedeutet, darüber nachzudenken, dass ich darüber nachdenke, ergibt wiederum Sinn. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, warum es einen Sinn ergibt, Herr dass ich darüber... Gott, hören Sie auf! Mathematiker war aber Gödel schon, nicht? Oder war er kein Mathematiker? Oder war er vielleicht doch
Nur eine Theatergestalt. Ja. Er war sicher ein Mathematiker, aber was ist eigentlich ein Mathematiker? Das wäre, also ich würde sagen, es gibt eine ganze Menge Leute, die als Mathematiker gelten und die wahrscheinlich aus Gödels Blickwinkel nicht unbedingt Mathematiker gewesen wären. Also alle Zuordnungen werden sofort fraglich und kompliziert und widersprüchlich, wenn man sie aus der Nähe betrachtet. Schauspieler ist er dann. Kurti Gödel bin ich genannt, Österreich mein Heimatland, in Brünn bin ich geboren, dem Himmel auserkoren. Sehr schön, Kurzi. Und jetzt mach deine Aufgaben. Ich bin schon fertig. Ein Fehler in der ersten Zeile? Dann eine inkorrekte Ableitung und da? Hast du dich verrechnet? Ich bin nicht gut in Mathematik. Das wird sich ändern. Warum? Weil du anfangen wirst, dich dafür zu interessieren. Du wirst bemerken, dass du Rätsel lösen kannst, wenn du dich auf sie konzentrierst. Warum? Einfach so, weil du es kannst. Ich dachte, alles hat einen Grund. Ja, schon, natürlich, alles. Ja, also warum? Das ist ja nicht auszuhalten. Ich habe immer solche Angst in der Nacht. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Sobald ich meine Augen schließe, macht etwas Designen auf. Ganz nahe bei mir. Das Gefühl drückt dich nicht. Mutti sagt, der liebe Gott schützt mich. Sie irrt sich. Wird das besser? Nie. Kurzi, mit wem sprichst du? Mit niemandem. Aber ich habe dich doch reden gehört. Nur mit mir selbst, Mutti. Nur mit mir selbst. Du kannst der größte Logiker der Welt sein und kannst trotzdem nicht durch reine Logik draufkommen, dass es unvernünftig ist, mit dem Essen aufzuhören. Neumann, was erwartet mich? Sie, alter Freund. Sonst nichts. Nur sie. Immer wieder. Oder eigentlich nicht wieder, sondern immer da. Denn wie Sie uns bis zur Ermüdung erklärt haben, es gibt keine Zeit. Aber den Tod gibt es. Das ist die schlechte Nachricht. Auch ihn immer da. Vielleicht kommt ja noch der Abgesandte aus der Zukunft und holt dich ab. Könnte schon sein. Es ist nie zu spät dafür. Wenn sie kommen, dann können sie sich jeden Zeitpunkt aussuchen. Nur wenn du stirbst, dann ist es zu spät. Sie sollten längst da gewesen sein. Aber sie waren nicht da. Tja, dann wird man nichts mehr draus. Das verstehe ich nicht. Die werden hereinkommen. Die werden dich holen, Kurt. Zwangsernähren werden sie dich. Ah! Ich wünschte, ich hätte es so gut gehabt. Also Gödel, wenn er schon nicht applaudiert beim Stück, würde er wenigstens lachen. Hört man dann die Fistelstimme vielleicht ganz zum Schluss. Ich hoffe, aber ich muss auch sagen, ich hoffe, falls es Gespenster gibt, möchte ich auch lustige Gespenster neben haben. Humboldt und Gauss auch ihm auf keinen Fall begegnen. Weil er uns auslachen würde, vielleicht, aber das würden wir ertragen. Es, von ihm ausgelacht zu werden, wäre mir auch noch eine Ehre, das stimmt. Ich träume das, nicht wahr? Diesmal nicht. Diesmal bin ich es wohl, der träumt. Macht das einen Unterschied? Wenn du es bist, wird alles noch geschehen. Wenn ich es bin, ist es schon vorbei. In jedem Fall ist es schon passiert. Und in jedem Fall passiert es wieder. Der Zug fährt im Kreis. Und was wird aus mir später? Ein Professor. Ein Mann von Rang und Namen. Du wirst große Entdeckungen machen. Du wirst dein Leben besser verwenden als die meisten. Aber du wirst immer Angst haben. Zu Recht? Das wirst du nie wissen. Komm jetzt. Wir müssen gehen. Wohin? Zu einer Trauerfeier. Sag es auf. Bitte. Ich habe es so lange nicht mehr gehört. Kurt Gödel bin ich genannt. Amerika mein Heimatland. In Brünn bin ich geboren. Und weiter?
Weiter weiß ich nicht mehr. Dann gehen wir. Warum? Um herauszufinden, wer von uns träumt.